Hallo YouTube. Schön, dass ihr dabei seid bei herrlichem Sonnenschein heute wieder mal. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ihr mit Motorrad unterwegs seid? Grüßt ihr? Ja, vor ein paar Jahren habe ich schon mal ein Video zum Thema Grüßen gemacht und ich möchte es einfach nochmal machen, weil es ist aktueller denn je und gerade heute war in einem Forum wieder mal die Diskussion darüber, grüßt man Rollerfahrer? Nee, natürlich grüßt man keinen Rollerfahrer. Hör mal. Ich fahre hier den ungefähr 700-fachen Testsieger, bin ich hier mit unterwegs und da grüßt man nicht, da wird man gegrüßt, da lässt man sich huldigen. Hör ich mal, ich tue mich schon schwer damit, wenn ich nur die 1200er oder die 1250er das Grundmodell grüßen soll und nicht die Adventure. Ich bin hier mit einer Adventure unterwegs, also hallo. Nee, also irgendwo müssen da ja noch die Grenzen gewahrt bleiben. Ja, aber im Ernst. Natürlich grüße ich auch Rollerfahrer. Kein Problem. Spaß beiseite. Natürlich, ich grüße auch Rollerfahrer. Nicht immer, genauso wenig wie ich andere Motorradfahrer grundsätzlich grüße. Oft hebe ich die Hand, oft grüße ich und wenn ich aber gerade was anderes mache, wenn ich hier mit euch gerade rede und mit den Gedanken woanders bin, da ist es mir auch egal, wenn die Hand da mal am Lenker bleibt. Weil letztendlich der eigentliche Sinn des Grüßens, der hat sich schon lange überholt. Und ich grüße sicherlich selbst erheblich lieber irgendeinen Rollerfahrer, der sich dann auch wahrscheinlich noch darüber freut. Oder einen 125er Fahrer, die werden sicherlich auch selten gegrüßt. Als dass ich so einen Radaubruder grüße, der da mit einem offenen Auspuff stets hoch und runter die Hausstrecke da knallt. Weil wenn ich so eine Strecke fahre und ich sehe dann schon an der Fahrweise und ja, man hört es ja auch, Entschuldigung, dann wird nicht gegrüßt. Und weshalb ich sagte, dass sich der Sinn des Grüßens eigentlich ja schon überlebt hat. Ich habe vor vielen Jahren mal eine SX600 gefahren, da hatte ich ein Problem mit und habe an der Straße, da ist eine Bank direkt neben der Straße, habe an der Straße angefangen, das Motorrad zu zerlegen und nach dem Fehler zu suchen. Und dabei sind viele Motorradfahrer an mir vorbeigefahren, haben dabei sogar noch frech gegrüßt, ja, aber angehalten. Angehalten hat ein einziger mit einer Enduro hat angehalten und hat mal gefragt, ob er helfen konnte. Ja, und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann der Meinung bin, wenn ich irgendwo auf einen Motorradtreffpunkt komme und sehe da die freundlich winkend durch die Gegend fahren und dort tun sie so, als
als kennen sie einen nicht. Ich meine, natürlich, die kennen einen ja auch nicht. Aber da wirst du nicht mehr im Arsch angeguckt. Und Entschuldigung. Irgendwo, ja, es ist eine schöne Geste, aber mehr auch nicht. So, Zusammengehörigkeitsgefühl und deshalb grüßen, nee, die Zeiten sind vorbei. Und nochmal zurück auf die Roller zu kommen. Wo kommt denn dieser Gruß eigentlich her? Den haben nicht Motorradfahrer erfunden, sozusagen. Nee, das waren Rollerfahrer, die den Gruß erfunden haben. Das waren seinerzeit die Heinkelfahrer, die, ich würde mal sagen, 50er, 60er Jahre, die da den Gruß eingeführt haben. Ja, und dann soll man heute keine Rollerfahrer grüßen, weil es ja nur Rollerfahrer sind. Aber irgendwo stimmt da was nicht. Naja. Haltet ihr, wie es ihr es wollt. Ich mache so, wie ich es für richtig halte. Wie immer, auch in diesem Thema, leben und leben lassen. Das ist eigentlich stets mein Motto. Habt ihr ja schon ein paar Mal gehört. Und gerade an solchen Stellen, wo viele Motorradfahrer unterwegs sind, so diese Brennpunkte, diese Stauseen, die klassischen Motorradtreffpunkte. Da halte ich mich mit Grüßen ziemlich zurück. Auch bei Gruppen, wenn mir Gruppen entgegenkommen, dann wird einmal die Hand gehoben und dann war es das. Also für jeden ganz sicherlich nicht. Nee, allgemein sehe ich das so, dass die Grüßerei ziemlich überbewertet wird. Vorrangig sind es die, die sich darüber aufregen, dass nicht gegrüßt wird, die gerade mit dem Motorrad angefangen haben vor 1, 2, 3, 5 Jahren und es eigentlich gar nicht kennen, wie es früher mal war. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenngleich es ja eigentlich ein belangloses Thema ist, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Noch mehr freue ich mich über ein Abo für die Leute, die noch kein Abo dagelassen haben. Drückt unten rechts auf das Abo, am besten gleich die Glocke dabei, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, kommt gut durch die kommende Woche, bleibt immer gesund und auch fair im Verkehr. Bis dahin, macht es gut, ciao!